Nein, ey. Ey. Digga, warum kommst du genau da an, du Fischfuß? Ja, wo soll ich sonst hin? Alter, war das close, Lass mich mal kurz konzentrieren. Halt mal kurz die Fresse! Ganz kurz konzentrieren! So, aber ja. Du selber nicht machst, dann hast du ja weniger Rechte. Nein, ich hab mehr Rechte quasi. Oh, das erste Mal jetzt hinbekommen. Bitte, nicht. Immer Rechtsfahrgebot, ne? Nicht vergessen. Rechtsfahrgebot. Rechtsfahrgebot. Ey, wie unnötig, dass du mich da mitnimmst, Alter. Rechtsfahrgebot. Ey. Digga, das war aber Absicht von alles. Ja, also ich hab das alles mitbekommen, die Sprünge. Ding Dong und reingeschaut. Warum geht er nicht? Ich hab hier irgendwie was verspielt. Nee. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder natürlich eine legendäre, abnormal gute Alright, Level Asian. Gut Luck heute übrigens, Obstacle. Mit ordentlich Gegenverkehr. Also, heute wird's auf jeden Fall salzig und richtig feurig. Und dabei haben wir auch so Deko. Einen wunderschönen guten Tag, was geht ab, Hallöchen? Bock, Reis, Muchachos, böse Polier, herzlich willkommen zurück. Es geht. Digga, da war vorher Ares Lange, das hab ich weggemacht. Jetzt kann ich so Beatboxen, Alter. Okay, ja. Ich hab richtig Bock auf das Obstacle Warrior jetzt, oder was? Das ist ein Obstacle Warrior, Good Luck Warrior, oh, ja. Und ihr dürft schießen. Ja, Obstacle Warrior, wie geil ist das denn, Alter? Miau, miau, Digga, wie ich dich bestiegen habe, ey. Weg mit dir, du Lappen. Digga. Achso, okay, wir müssen Ares holen. Ey, lass mich jetzt in Ruhe, wir müssen Ares holen. Hallo, ey, der schießt doch einfach weiter, ne? Ja! Geh mir doch nicht auf die Eier, Mann! Hast du nicht die ganze Zeit auch auf mich geschossen? Digga, Marvin! Du hast. Was beschwerst du dich, Ares? Ja, weil ich Ares ficken wollte und du mich weggefickt hast, ich Alter. Ich wollte Ares nudeln und du hast es nicht. Oh, wen haben wir denn hier? Hallo? Ach, es ist gespawnt. Aha. Warum ist. Ah, hier muss man. Ah! Ja, ist der Auffahrt irgendwo. Ja. Meine! Ja, herzlich willkommen. Heute wieder legendär. Es startet schon mal ein bisschen salzig. Ich find's legendär. Yeah. Okay, muss einen guten Wallwechsel machen. Zwei. Ja, zwei Stück, ja. Und wie gesagt, es ist mit Gegenverkehr. Mit Gegenverkehr? Oh nein! Oh nein! Na, kommt ihr euch schon entgegen? Fast. Und es ist ein Good Luck War Ride. Das nein! Heißt, ich kann mir vorstellen, dass auch irgendwie asoziale Sachen verbaut sind, die schwierig werden könnten. Also zum Beispiel musst du, wenn du auf die Edward-Wand auffährst, nach unten fahren. Ja. Das habe ich auch da war ich gerade schon. War ein Versuch wert. Ich war da noch nicht, ich habe einfach nur gepokert. Schön, dass ihr das direkt aufgelöst habt. Okay. Digga, Ares, ich habe gerade extra nicht geschossen, ne? Habe ich dir noch geschuldet. Verpiss dich! Ey. Ja. Da kannst du schön schlucken, Ares, schön schlucken. Oh nein, ich habe die Koralle verkackt, Digga. Ich chill hier ganz nice. Kann ich mein Auto hier stehen lassen? Seht ihr das? Ah, ihr seid noch da hinten am Arsch der Heide, ey. Ja! Nein, mein einer Reifen ist geplatzt! Ja! Muchachos! Oh. Es ist fast Weihnachten! Habt ihr welche Wünsche? Dass du nie wieder Witze vorliest, fertig. Oh ja, bitte. Oh. Ja, das kann ich leider. Kann ich leider nicht machen. Doch, vielleicht gibt es irgendwann wieder gute Witze. Also wenn, dann müsst ihr sagen, schlechte Witze. Ja, auf gar aber Witze vorlesen werde ich weiterhin. Ja, aber wer. Ja, wer bestimmt denn, was gute und schlechte Witze sind? Also ist das ein Scheißwunsch. Weil nee, gute Witze werden ja gut. Sind immer scheiße. Wirklich viel Wunsch. Ist Wunsch, war das so, ne? So nett. Nein, ich bin unterm Bumper durchgerollt. Fick mich! Bin ich vorhin bei der Koralle auch. Habt ihr heutzutage noch irgendwelche Wünsche? Oder kauft ihr euch einfach das, was ihr wollt, wann ihr wollt? Ich kaufe mir, was ich will, wenn ich's will. Ja, auch. Also, ja, irgendwann verliert leider Weihnachten so ein bisschen seinen Zauber, ne? Weihnachten feier ich schon seit zig Jahren nicht mehr. Oh, fuck! Nee, für mich ist Weihnachten mittlerweile wirklich so ein... Lol, ich bin ausgestiegen. Familie-Wiedersehen-Ding, so. Was es da zu schenken gibt, ist mir der Lachs.
Ich stelle mich gerade ein bisschen doof bei der Auffaschungen, ne? Schon. Ja. Ja, aber klar, wie sah es bei euch aus? Schreibt mal gerne rein. Nein! Ey, man muss echt. Hä? Auf dem Rückweg muss man die Edward auch wieder zurückfahren? In der gleichen Scheiße, die man hochgefahren ist? Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Aber. Warte mal hier. Hast du noch nicht die Koralle geschafft? Ich habe jetzt den Bug, dass mein Auto wie ein E-Auto klingt. Ja, okay, nicht. Fick mich, Alter. Also für mich Geschenke zu Weihnachten sind. Tim, da unten wieder, ja. Legs. Nein, ey. Ey. Digga, warum kommst du genau da an, du Fischfurz? Ja, wo soll ich sonst hin? Fischfurz! Scheiß Backscreen. Ich hab's dieses Jahr übrigens von meiner Mutter Lampen bekommen. Ja, ihr wisst ja, die losen Lampen, die irgendwie da vor der Decke hängen. Ja, eine Petition. Ja. Das ist eine Petition. Was denn? Dass die eine Lampe dort bleibt, die hängende. Welche? In der Küche oder in meinem Arbeitszimmer? Oder? In der Küche. Ja. Warum soll die bleiben? Ja, weil das Tradition ist, Alter. Andere Leute geben für, ja, genau dafür einfach arschviel Geld aus, ne? Aber Deko liest die Kommentare. Das war sogar Top-Kommentar. Industrial Look. Ja, dass die Lampe so bleiben soll. Was musst du denn da machen? Du fährst den Scheiß zurück und dann? Keine Ahnung. Irgendwas? Oben. Wenn du zurück unter der Brücke durch, oben am oberen Rand fährst, dann ist da so ein. Ach, ist da was? So ein MG-Stück, wo du fahren kannst. Ich hab den Punkt! Guck! Aber jetzt mal ernsthaft die Auffahrt hier. Okay. Ja, jetzt komme ich wieder den ganzen Weg zurück, ne? Also, falls mir irgendwer entgegenkommt. Bescheid sagen. Ich bin da. Ich bin bei den Airports. Ich fahr immer rechts, fahr immer rechts. Unten kommt man nicht fahren, aber. Hallo? Oh. Geopfert. Komm wieder los. Nein! Ich war. Spirale fahr ich unten. Ich war oben. Ja, wohin? Immer Rechtsfahrgebot. Leute, merkt Weitsprung, euch das. Weitsprung, das ist bei dieser, ne? Das bei dieser Map super, super wichtig. Digga. Rechtsfahrgebot. Ja, seid ihr ready? Immer rechts fahren. Ja, also Lampen habe ich bekommen, allerdings nicht alle Lampen. Also ich habe 6 Lampen und ich glaube 2 oder 3 hat meine Mutter mir geschenkt. Den Rest zeige ich selber. Lampen? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Lampen gekauft habe. Das ist auch ein sehr erwachsenes Geschenk, muss man sagen, ne? Sehr erwachsen, ja. Genauso wie Blumen. Oder du schenkst Socken. Ja keine Blumen zu Weihnachten. Oder Socken. Ey, Arschfick Lachs, Alter! Ich muss sagen, Socken feiere ich nach wie vor, ey. Mit Socken kann man mir richtig, richtig Freude bereiten. Socken. Nee, Socken sind so viele. Raus. Ich hab so viele Socken. Egal. Also Marvin, so viele ist jetzt so frei. Egal, so richtig viele Socken, aber bei Boxershorts sind immer Löcher drin. Nee, da finde ich so. Egal, irgendwer muss so farbige Unterwäsche schicken. Und Symbol-Boxershorts finde ich nicht so cool wie Socken, muss ich sagen. Digga, ich fahr mir gerade wieder so ein. Digga, fick mich Arschkacke, Alter! Oh! Ja. Nur weil man die Boxershorts nicht sieht. Ja, hat keinen Sinn, oder? Kannst ja auch nur Neon-Gelbe also anziehen. Sieht man jetzt auch nur sehr selten. Boah, doch. Digga, wenn du irgendwo zu Besuch bist, ziehst du ja normalerweise eigentlich die Schuhe aus. Dann kannst du sie präsentieren. Das ist nicht überall gang und gäbe, dass man irgendwo die Schuhe auszieht, also. Ich mach das so gut wie immer. Ja. Oh. Warum ist da so ein Sprung drin? Willst du mich verarschen oder was? Ey. Also läufst du bei dir die ganze Zeit mit Schuhen in der Wohnung rum oder was? In meiner eigenen Wohnung natürlich nicht. Ja, aber bei anderen dann oder was? Was ist das für eine Logik? Ja, meiner nicht, aber irgendwo anders natürlich. Hä? Am besten wenn es draußen ist. Nee, aber Gäste laufen bei Ares mit Schuhen rum. Ja. Ist ja wirklich so. Also es ist. Hä, warum das denn? Ja, ist halt nicht Standard, dass man sich irgendwo die Schuhe auszieht. Also für mich ist das Standard. Ja, für dich ist das Standard. Wenn ich einen Wohnraum betrete, dann sieht die Schuhe aus. Es sei denn, beim Reinkommen sagt der Eigentümer Schuhe da lassen. Was ist das für eine Fick-Scheiße? Ey, sorry, aber diese Map ist einfach nur Käse gebaut. Ja, ernsthaft. Dann hast du den zweiten Punkt noch nicht gesehen. Dann wäre ich ganz dabei. Soll er mal irgendwie die Schilder wenigstens so placen, dass man sie A sieht, aber ohne dagegen zu kommen. Mann, Marvin! Wo kommt man denn da durch? Du musst ganz oben fahren, oben drüber! Ach so, ich dachte, das wäre ohne Materie da zwischendurch. Ah! Der hat das so doof geplaced.
Wie Deko rumschreit, ich feier es, ey. Digga, dass du es einfach nicht raffst, Alter. Nein, es gibt so ein Element auch. Das Problem ist, dass ich bin dir einfach hinterhergefahren vom Winkel her, Alter. Es gibt so ein Element auch, wo man da durchfahren kann. Ich suche die ganze das Element, wo man durchfahren kann. Aber wenn es keins gibt, dann okay. Dein Arschloch kannst du durchfahren, ey. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder da oben gegen gestoßen. Jetzt habe ich es das erste Mal gesehen. Okay, ja gut, dann ist doch easy, ey. Wieso verkackst du denn dann da? Digga, ich mach dir das jetzt first try, jetzt wo ich weiß, was ich machen muss. Hä, wo muss ich denn da... Ich raff's nicht. Mann, jetzt bin ich hier auch schwer zu... Oh! Wo muss ich denn da hin? Kann ich die Kritik vom Fohlen wieder zurückziehen? Weil, ja klar, wenn ich da nicht lang muss, dann ist das schon legitim, dass da ein Schild ist. Weil ich hab mich ja gerade drüber aufgeregt, dass ich dagegen gefahren bin. Und ich hab Blackscreens, dein Urus, sondern das ist echt uncool. Darf man nach unten fahren oder ist das dazu? Okay, Deko, ich bin ganz bei dir. Es ist merkwürdig, aber ich habe jetzt eine andere Art jetzt. Ich mach das jetzt ganz nur mit einer neuen Technik supergeil. Okay, ja. Ich zieh jetzt erstmal meine Schuhe aus. Warst du jetzt schon weiter? Hast du schon gesehen, ob man unter der Brücke durch muss oder oben drüber? Ich würde oben drüber fahren. Scheiße. Scheiße. Das mach ich nicht so. Oh nein, was mache ich denn hier? Fuck. Ey, nein, ich komm war, ey. Einfach nicht weiter da, Alter. Da ist der scheiß Sprung drin, ne? Und da überdrehe ich mich einfach komplett. Ich hab's gerade versucht cool zu machen, hab dabei richtig versagt, ey. Ach so, wenn du zurückfährst, gib uns Bescheid, ne? Weil ich fahr gerade wirklich krass. Ja. Gegenverkehr. Aber wohin dann? Wieder Brücke. Ich war unten. Ey, ich konnte nicht ausweichen, ging nicht. Ich hatte keine Traktion mehr. Ey. Ja, hab ich gesehen. Sorry. Alles gut. Aber jetzt, wo du weißt, wo man langfahren muss, ist easy, oder? Ja, wenn man es weiß, ist immer einfach, oder? Ja, stimmt schon. Aber jetzt geht es weiter. Aber jetzt mal ernsthaft, dass wir Schuhe ausziehen, ist nicht überall Standard. Jetzt mal ernsthaft. Nur weil ihr das so handhabt, heißt es ja nicht, dass es in jedem Haushalt so ist. Keine Ahnung. Nee, natürlich nicht, aber also in den Umkreisen, ich kann ja nur davon sprechen, wie es bei mir in den Kreisen und Umkreisen ist und... Oh, ich hab den nächsten Punkt! Fick mich, Digga! Einmal muss ich da weiterkommen, Alter. Ich bin über die Brücke gefahren, by the way. Unter der Brücke? Über der Brücke. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Wollt's nur bestätigen. Okay. Oh, also, ich kenn das nur so. Boah, machst du da? Ja. Das wollte ich damit also ich sagen. Auch. Okay. Weil, wie gesagt, so, wenn dir der Hauseigentümer nicht beim Betreten sagt, kannst du die Schuhe anlassen, dann ziehst du die Schuhe aus. Aber guck mal, du hast doch gerade selber gesagt, bei dir zu Hause hast du auch keine Schuhe an. Dann ja, ist doch scheiße, wenn die Gäste die Schuhe anhaben. Also wie bescheuert ist das denn? Musst du dich in deinen eigenen vier Wänden mehr zurückziehen als deine Gäste? Ist doch auch vollkommen bescheuert, ey. Wo bist du gerade? Inwieweit zurückziehen? Ja, also dass du weniger Rechte hast in deinen eigenen vier Wänden als du selber. Wieso? Habe ich ja nicht. Dass du weniger Rechte in deinen eigenen vier Wänden hast als du selber. Hallo, ich bin hier gerade, ich hab's hier gerade geschafft, ja? Du weißt, hast du nicht verstanden, was ich meine? Warte, ja, ich weiß, was du meinst. Digga, ey! Jetzt hab ich die ganze Zeit. Digga, Marvin, der war richtig überfordert, Alter. Digga, ich hab's gerade durchgeschafft, bin schon den Warrior weitergefahren und musste dann nochmal kurz überlegen, was ich denn gerade gesagt habe, Digga. Ihr miesen Sackflöten, da bin ich da einfach irgendwo gegengefahren, weil ich komplett unkonzentriert war. Oh! Alter, war das close? Warte, lass mich mal kurz konzentrieren. Halt mal kurz die Fresse! Ganz kurz konzentrieren! So, aber ja. Du selber nicht machst, dann hast du ja weniger Rechte. Nein, ich hab mehr Rechte quasi. Wie, du hast mehr Rechte? Für mich ja, es ist besser, Schuhe ausziehen zu dürfen, als sie anlassen zu müssen. Ja. Eigentlich schon. Findet ihr nicht? Also, ja, keine Ahnung. Die drecken deine ganze Wohnung zu. Ach, und die du. Die drecken doch nicht die ganze Wohnung zu, meine Fresse. Darum geht's doch. Digga, ich komm mit meinen Schuhen aus dem Wald direkt in deine Butze. Ja, ich auch, Digga. Ich geh vorher nochmal auf den Bauernhof oder ja, so. Ja, oder ich gehe einfach mal 8 Stunden oder 10 Stunden arbeiten am Stück und besuche euch. Dann ziehe ich schön saftig meine Schuhe aus und mocke euch dann mit Käsefüßen zu oder was. Geil. Das ist natürlich viel, viel geiler, oder wie? Nehm ich. Ja, wenn du Käsefüße hast, dann lass die scheiß Schuhe an. Aha, merkst du selber. Genau das ist ja der Grundgedanke, warum Gäste als solches einfach Schuhe anlassen. Also es gibt einmal auf der einen Seite, ja, Gestank ist auf jeden Fall ein Punkt, aber Dreck auf der anderen Seite auch. Also da ist die Frage aber nur, wenn dann kannst du ja, kann der andere dann ja sagen, ey, ja, danke schön, dass ich meine Schuhe irgendwie anlassen darf, aber ich brauche mal ein bisschen hier Luft für meine Füße. Ihr gehört wahrscheinlich auch zu den Sorten Leute, die mit ICE fahren.
Und da auch die Schuhe meinen auszuziehen, weil sie sich dazu wohlfühlen oder so. Kann das sein? Digga, ich fahre manchmal ziehe ich im Zug meine Schuhe aus. Das wusste ich, dass das irgendwie jetzt kommt. Ich auch, ja. Ja. Da wieder rechts. Ja. Ich würde niemals auf die Idee kommen, mir im Zug die Schuhe auszuziehen. Wir haben Digga, gesagt, er fährt rechts, Alter, und fährt links, du Arschficker, Alter. Wo bin ich denn links gefahren? Ey, schau dir das doch mal an. Brich die Aufnahme ab und schau, wo du lang gefahren bist. Hallo, rechts. Hallo. Ich bin rechts. LOL! Rechts ist oben, Monsieur. Rechts ist oben. Für dich? Ja. Aber nicht für mich. Ja, aber für mich. Ja, also bist du falsch gefahren. Nein, warum? Warum ist jetzt richtig, wenn es nach dir geht und nicht nach mir? Ah, jetzt mal ernsthaft. Ja, du bist doch hier der Bittsteller, nicht ich. Hä? Ich hab den Punkt schon, du bist der Bittsteller. Ich bin, wir haben doch gesagt, rechts fahren. Dann geht's nach meinen Regeln. Du bist gerade links gefahren, du Lappen. Nein, ich bin bei dir links gefahren, bei mir bin ich rechts gefahren. Kein bisschen. Hä? Hä? Na klar. Wenn du auf einem Wallride-Stück unten fährst, ja, dann ist das links. Bist du komplett Gugu? Wenn aus du unten fährst, Richtung? Ist das links. Warte mal, warte ganz kurz. Willst du mich komplett verarschen oder was? Ich bin nämlich unten gefahren rechts und du bist auch unten gefahren. Also bist du links gefahren, du Lappen, Alter. Aber ich fahre ja andersrum. Ja und? Es ist immer rechts. Denkst du nur, weil du jetzt beim nächsten Punkt bist, dass wir plötzlich rechts und links vertauschen? Wie dämlich bist du denn? Nee, aber weil ich zurückkomme. Ey. Hä? Warte mal, ganz kurz. Wie dämlich bist du denn? Ganz immer kurz. Rechts fahren, du Lappen. Ich bin tatsächlich links gefahren. Hä? Wo kommt man denn durch dieses Stromding durch, Digga. Alter? Was ist dass das? Dass du das in Frage gestellt hast alleine schon. Ah, das ist nicht durch Stromding durch, du musst oben drüber. Ganz oben. Ach so, ganz oben drüber. Okay, da habe ich nicht gesehen, boah, dass da was da frei ist. Alter, sag doch was, Mann! Dankeschön. Du bist doch lebensmüde, ein Wallwechsel kommt da drauf. Dann bist du durch. Hab ich. Ich hab ja gesagt, Rechtsfahrgebot. Hier kann ich nicht rechts fahren. Oh, Digga, wie der mich schon wieder aufregen will und wieder Digga, auf sein Recht beharrt, Alter, wie du ey. Nicht klarkommst, Alter. Digga, wie er immer auf sein Recht beharrt, dieser Junge. Ich raff ihn nicht, ey. Ey. Nein, nein, Mann! Das kann doch nicht mein scheiß Ernst sein, Alter! Oh, ja, ey. Ey, Digga, in der Tube rammt Aris aber nicht. Genau dort, an der einzigen Stelle, wo man Digga, sich treffen kann, oder? Alter, wie kann man so viel Pech haben, dass man genau da aufeinander trifft, ey? Please. Rechtsfahrgebot. Ja, das hat uns da null geholfen. Also, jetzt ernsthaft. Digga, ey. Hätte ich mal ahnen können, dass Deko genau neben den Aufnahmeknopf für Deko. Oh, der so richtig Anzeige rot für rechts und links, Alter. Der richtig grell ist, brauchen wir wirklich so eine Anzeige für rechts und links, ey. Nach oben, sagt er. Okay. Also, du musst jetzt, glaube ich, nach oben in die Tube, ey, wo wir auch herkommen. Ey, come on, Alter! Krieg ich endlich mal ein, zwei, wo mir keiner auf den Sack geht. Ich war das erste Mal in der Tube. Deko hat mir schon freundlicherweise gesagt, was ich überhaupt da machen muss. So. Ja. Und dann beim ersten. Freundlich, Marvin, hast du gehört? Ja, freundlicherweise. Ja. Oder Aris muss eine psychische Störung haben, dass er dich so einschätzt. Ich nehme lang genug mit euch auf, also ja, zu Risiken und Nebenwirkungen und so, ne? Das passiert. Hallo, ich bin jetzt gerade der Tube drin, Marvin, verpiss dich. Oh nee. Kommst hier gerade eh nicht rein. Aber wie? Hä, wie? Ich komm da nicht rein. Ich spring nach oben, mach Attacke dann. Nein, ich bin gerade der Tube. Du musst doch da einfach nur wieder raus. Nein, ich komm auch mit rein. Also man braucht da ja irgendwie auch noch ordentlich Schwung, ich bin da ne? Raus, ey. Das ist gar nicht so kannst einfach. Du brauchst da ein bisschen Schwung, ja. Das ist doch easy, wenn du da so. Hä? Wieso wusstest du nicht, was du machen musst? Was ist los mit dir, Brudi? Dieser miese Arschficker, nein. Der miese Arschficker, nein. Nein. Oh, Digga, das ist super nervig. Alter, wenn man okay. Sieht. Man braucht ja Todesviel-Speed, ey. Es ist so komplett raten bei mir. Okay, Deko hat den Punkt. Nein, hab ich nicht. Hä? Okay, stand da ich gerade. Bin, hä? Digga, was ist denn das da für eine Scheiße, Alter? Deko ist gestorben, was da passiert, ey. Was wir haben dort gerade mitbekommen. Aber wie bist du denn da sogar gestorben, ey? Weil ich irgendwo gelandet bin und wollte F drücken und dann wieder abbrechen und dann bin ich ausgestiegen. Ah, scheiße. Nee, ich war vorbei. Press weil F ich so das noch geschafft hätte, wenn ich nicht ausgestiegen. Aber ich habe keinen Plan. Ey. Du musst in der Tube fahren, musst in der Tube wenden, musst dann wieder rausfahren auf den gelben Wallride. Ja, das habe ich. Musst dann durch 12.000 Edwards fahren. Och nö. Und dann bin ich in einem Wendler hängen geblieben. Ach so, okay. Und dann bin ich beim Wendler noch weitergekommen. Und dann bin ich zurückgefahren und war wieder in der Tube. In dieser Tube hier. Und ich habe keinen Plan. Also, es war falsch. Ich bin, glaube ich, falsch mal in den Wendler reingefahren. Ich bin in den Wendler Marvin übrigens oben reingefahren.
Also ich mein größtes Problem ist einfach, ja, dass man hier nichts sieht. Es ist eine Last. Schwarz und weiß. Und ich komm zurück. Nein, 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 ich war unten, ich war unten. Wir stehen auf eurer Seite. Und wir holen uns den Pokal. Und wir holen uns den Pokal. Wir holen den Sieg mit jetzt euch. Jetzt geht's bitte, los. Versau es nicht. Ja, sorry, ey. Da musst du singen. Nee, ich singe auf gar keinen Fall. Heiße ich Anime-Fan, Alter? Digga, textsicher bin ich ungefähr minus 3. Also ja, gerade bei Fußball. Ich denke schon einfach andere Texte aus. Ich hab einfach einen Malus auf Textsicherheit. Den habe ich nicht geskillt. Oh, bitte. Ach du Heilige. Oh, oh, oh. Wir müssen wieder einen MG-Wechsel zurückmachen, Marvin. Oh, scheiße, ist das unsauber hier. Boah, Digga, ich hab den so profimäßig gemacht, Alter. Wohin? Unfassbar. Alter, dass du gesehen hast, wo man den machen muss, Digga. Ich hab den gar nicht gesehen. Nein, und hier, ey, wann kommt der? Fickpunkt. Ey, da muss man ich hab ihn. Machen. Ey, aber Respekt. Respekt, dass du den Scheiß sofort gemacht hast. Noch mehr Respekt, weil da ist ja der Pfeil, der unten zeigt, wenn du reinfährst in die Tube. Ja. Und weil ich es halt nicht besser wusste, dachte ich, vielleicht ist da unten auch eine Ausfahrt, ganz unten. Und bin erstmal ganz unten gefahren. Und bin dann nach oben gefahren, um den Entry zu erwischen. Hab da auch den Flip gemacht. Alter, schön, dass du überhaupt gesehen hast, wo du da flippen musst, Digga. Das ist todeskrank, ey. Weil man überhaupt nicht sieht. Ey, und jetzt habe ich ihn verkackt, den Flip. Wenn du es schaffen solltest, musst du unten bleiben, da ist dann wieder Wallride. Und dann guten Wallride machen. Ey, und da kommen dann zwei gute Wallride-Wechsel, wo auch der untere Teil der Fahrbahn Das kann ich gar nicht. Also am 21. Digga, ab der nächsten Folge muss ich anfangen, meine Weihnachtsmütze zu tragen. Ich glaube auch. Übrigens, Muchachos, wenn ihr jetzt noch da seid, vom 18. bis zum 24. gibt es bei Triebwerk, wenn ihr da bestellt, eine Chance, PlayStation 5 zu gewinnen, ja? Und gerade jetzt in Richtung GTA 6 ist das auf jeden Fall nice to have. Also geht da nochmal fleißig shoppen und... Was muss ich machen? Geiert runter, euch. Runter, du musst runterfahren. Aber Richtungswechsel war richtig, ja? Ja, geiert euch die PlayStation. Ja, da ist jetzt, warte, das, du musst, musst schnell rausfahren. Und wenn ihr schon eine PlayStation habt, bekommt ihr einen Amazon-Gutschein. Also auch für die Leute, die sich schon eingedeckt haben. Oh, scheiße. Edward auf der Höhe ungefähr durchfahren, ja. Und jetzt nach unten in der Bett. Runter. Ja. Wow! Alter! Jetzt kommt gleich noch ein Flip oben. Oh, ich hab meine Kamera umgestellt. Oh, ja. Letzter Voidwechsel. LOL! Ey, danke, Deko. Das hätte ich niemals so schnell gerettet. Alter, scheiße! Wow! Okay, ich hab Marvin unterbrochen, was? Ja, ich hab's zu Ende geführt. Okay. Alter, oh nein, jetzt müssen wir beide den Scheiß schwarze, machen, ne? Schwarz-gelbe Linie. Ja, ach so. Ah. Oh, das erste Mal jetzt hinbekommen. Bitte rasiert mich nicht. Immer Rechtsfahrgebot, ne? Nicht vergessen. Rechtsfahrgebot. Rechtsfahrgebot. Ey, wie unnötig, dass du mich da mitnimmst, Alter. Rechtsfahrgebot. Digga, das war aber Absicht von alles. Ja, also ich hab das alles mitbekommen, den Sprung, ey. Es tut mir leid. Komm schon. Zu viel Weihnachten. Alter, das war ja richtig dreckig. Und ich das ist richtig schmutzig, was ich da gesagt habe. Warte. Wupp. Nein. So. Ey. Also, was machst du jetzt, hä? Ja. Was machst du jetzt? Willst du mich schaffen? Ja, ich bin zweiter Platz. Absolut verdient. Ich wusste, wie ich damit umgehen soll, ey. Ja, zweiter Platz. Absolut verdient, muss ich sagen, ganz ehrlich. Marvin einfach von vorne bis hinten chancenlos. Ja, verdienter Sieger, Deko. Respekt. Absoluter Profi. Übrigens, hier steht nochmal bei der Map-Tipp: 3 bis 5 Spieler pro Run sind perfekt für diese Map. Mehr würde ich nicht empfehlen. Alter. Auf gar keinen Fall. Perfekt, damit du ständig entgegen kommst, ey. Gegenverkehr nicht unterschätzen und viel Spaß. Meine Zeit von Honk übrigens war 52 Minuten. Boah. Echt jetzt? Ja, da habe ich aber den Honk auf jeden Fall geschlagen, ne? Den hast du aber richtig Maß genommen. Ja, habe ich noch abgezogen. Ihr könnt ja noch mal bei Ares abchecken, ob der noch ins Ziel gekommen ist. Ich glaube zwar nicht, aber Überraschung. Habt noch einen wunderschönen Tag, schön, dass ihr wieder dabei wart. Einen Daumen nach oben und habt eine richtig schöne Vorweihnachtszeit. Ja, herzlichen Küsschen, Muchachos. Lieber an euch alle. Ciao, ciao. Eingehauen. Bye, bye.